selbst. Sie hören selbst. Urteilen Sie selbst. Das wäre geschafft. Die Aufnahme haben wir im Kasten. Im nächsten Jahr ein neues. Altes Jahr, neues Jahr. Alles egal. Manchmal denke ich, schade um die halbe Million Meter Rohfilm, die wir verdreht haben. Schade, wieso? War noch eine ganze Menge Sachen bei, wo es sich gelohnt hat. Ja. Wollt ihr euch jetzt noch die Sportaufnahmen ansehen? Ja. Sehr schön. Schon. Das Jahr 1948 war ein wirklich gutes Sportjahr. Deutschlands Straßenrennfahrerelite ging mit Rekordbeteiligung an den Start zur Fernfahrt Berlin-Cottbus-Berlin. Für Berlins Schwimmer war das Hauptereignis der abgelaufenen Wettkampfzeit der Start der Braunschweiger Meister. Das Stadtbad Mitte mit seiner 50-Meter-Bahn war eine ideale Kampfstätte. Im Leipziger Fußballstadion veranstaltete der Deutsche Sportausschuss seinen ersten Großkampftag, die Ostzonen-Fußballmeisterschaft. Altmeister Syring, der mehrfache deutsche Langstreckenmeister, bewies zum zweiten Mal auf der 5000-Meter-Strecke sein immer noch großes Können. Beide Male schlug er den Tröglitzer Kahn mit Brustbreite. Barbara Enskott, Weltmeisterin und Olympiasiegerin, heute leider Profistar. Ein Streiflicht von den Winterspielen in St. Moritz. Die 3750 Meter lange Abfahrtsstrecke mit 700 Metern Höhenunterschied durchrast hier in Tollersfahrt mit waghalsiger Kurventechnik Frankreichs Olympiasieger Oreiller in einer Zeit von 2 Minuten 55 Sekunden. Hast du darüber etwa auch etwas zu meckern? Sport. Sehr schön. Aber was sonst in der Welt geschah? Was in der Welt geschah? Das könnt ihr bei mir sehen. Eine kleine Auswahl Außenpolitik. Hier Italien. Wahlen unter amerikanischer Militäraufsicht. Überall, wo der amerikanische Einfluss spürbar war, wurden Demokraten in dieser Weise verfolgt. Auch in Frankreich durch Marshallpolitik gleiche Resultate. Die Arbeiter streikten, um sich der drückenden Not zu wehren. Im Hintergrund droht der Neofaschismus, steht de Gaulle. Im amerikanisch besetzten Südkorea wehrten sich die Koreaner verzweifelt gegen ihre Sklavenrolle. Frei und unabhängig dagegen konnten ihre Brüder in Nordkorea ihren neuen Staat nach ihrem Willen aufbauen. Jubel unter den Juden über den Teilungsplan Palästinas, aber zu früh. Erdölinteressen sind zurzeit noch entscheidender als Freiheitsdrang. In der Tschechoslowakei machte das Volk kurzen Prozess mit der Reaktion. Die Werktätigen der Sowjetunion machten das vergangene Jahr zum Jahr des großen Aufbaus. In den Werken vorfristige Erfüllung der Pläne. Auf den Feldern eine Rekordernte. Das sind Erfolge sowjetischen Aufbauwillens. Ganz interessant, aber eigentlich nicht unsere Angelegenheit. Erstens geht's uns doch etwas an und zweitens sehr und drittens haben wir noch eine ganze Menge Aufnahmen im Hause, von denen keiner sagen könnte, dass es nicht unsere Sache ist. Walter Ulbricht verkündete den Zweijahrplan. In der deutschen Geschichte für die Bevölkerung ein Wirtschaftsplan unterbreitet, der dem Neuaufbau und der Herbeiführung eines besseren Lebens dient. Der Plan ist gut, aber lass Taten sprechen. Hier in den volkseigenen Betrieben geschahen Taten, begann der Zweijahrplan. Wie hier in Riesa entstanden neue Werke als Voraussetzung für ein besseres Leben. Qualifizierte Facharbeiter sind unser wertvollstes Gut. Stahl erzeugen heißt Brot erzeugen. Unter Mithilfe aller Industriezweige entstanden in raschem Tempo vier große Stahlwerke. Im gegenseitigen Wettbewerb steigerten sie von Monat zu Monat die Produktion.
Hennicke, sein Name wurde Symbol für alle, die aus neuer Einstellung zur Arbeit die alten Arbeitsnormen überboten. Die jungen Aktivisten der FDJ standen bei der Steigerung der Produktion an erster Stelle. Durch verbesserte Arbeitsbedingungen bei den Bauern erhält auch die Stadt mehr Brot. Viele Neubauern erhielten im vergangenen Jahr Haus und Hof. Ja, das sind Tatsachen. Aber ich frage dich, was hat der kleine Mann davon? Na, was gibt's denn? Na, sagt er nicht. Vom Zwei-Jahr-Plan haben wir kleinen Leute alle was. Wir haben auch schon was davon gemerkt. Weiße Brötchen, nicht mehr schwarz, war das nicht. Und für die besten Arbeiter gab es Textilien, Schuhe und andere wertvolle Sachprämien. In den freien Läden konnte man prima Sachen kaufen. Zum Ärger der Schwarzmarkthändler. Wie hier in Bad Salzungen standen im vergangenen Jahr viele Kurorte und Sanatorien uns kleinen Leuten offen, denn wir sind doch am meisten am Aufbau tätig. Na siehste, aber Berlin, mein Freund? Hier spürte man die Folgen der separaten Währungsreform der Westmächte am stärksten. Denn damit wurde Deutschland und Berlin zerrissen. Folge davon, die Luftbrücke. Folge der Luftbrücke, geschlossene Betriebe in West-Berlin. Dunkle und kalte Wohnungen. Diese Trümmer, mein Lieber, stehen noch, während ihre Urheber im Westen schon wieder neue Kriegspläne aushängen. Na siehste. Es gab und es gibt Bemühungen um den Frieden. Hier siehst du beispielsweise das andere, das friedliche Berlin, das mit den Trümmern der Vergangenheit aufräumt. Dieses Berlin schuf sich einen neuen Magistrat unter Friedrich Ebert, der energisch die dringendsten Nöte der Berliner Bevölkerung zu beseitigen begann. Der Deutsche Volkskongress versuchte, alle Lebensfragen des deutschen Volkes zu lösen, vor allem die Schaffung eines einheitlichen Deutschlands und eines gerechten Friedens. Anna Segers und Stefan Hermlin mit deutschen Künstlern in der Sowjetunion, sie knüpfen Freundschafts- und Friedensbande. Wroclaw, hier kamen die fortschrittlichen Geistesschaffenden der ganzen Welt zusammen, um die Anstrengungen zur Erhaltung und Festigung des Friedens zu verstärken. In dieser Halle schwor man, alle unsere Kräfte gegen einen neuen Krieg. Den internationalen Kriegshetzern riss der sowjetische Vertreter bei der UN-Vollversammlung Wischinski die heuchlerische Maske vom Gesicht. Er erklärte, die Kräfte des Friedens sind heute stärker denn je. Und am 31. Jahrestag der sozialistischen Oktoberrevolution demonstrierten mit den Völkern der Sowjetunion die fortschrittlichen Menschen der ganzen Erde für eine Welt der Freiheit, des Wohlstandes und des Friedens. Botschafter des Friedens. Ja, allerdings das Alexandrow-Ensemble. Na, was bot uns die schöne Muse? ...50.000 Zuschauer auf dem Berliner Gendarmenmarkt und 50.000 Gemüter bewegt und mitgerissen von den Volksliedern und Tänzen der Sowjetunion. Das war einer der zahlreichen Erfolge des Alexandrow-Gastspiels in der sowjetisch besetzten Zone. Natascha Trofimova und Gerd Reinholm als Romeo und Julia,
Der Balletterfolg von Tatjana Gsovsky in der Berliner Staatsoper. In Dresden wurde das wiederaufgebaute Schauspielhaus von neuem die Stätte hervorragender Opernaufführungen. Zum 199. Geburtstage Goethes erfolgte die feierliche Eröffnung des Weimarer Nationaltheaters, das nach modernsten bühnentechnischen Erkenntnissen völlig neu erbaut wurde. Orpheus in der Unterwelt, in der komischen Oper. Das erinnerte an glanzvollste Inszenierungen Offenbachscher Operetten. Na, was sagst du nun? Also hier steckt ihr. Los, kommt tanzen. Warum nicht? Feiern wir das alte Jahr. Es hat sich doch gelohnt. Wollen wir eins zusammen mixen? Na klar, unsere Hausmarke. Solide Grundlage, Korn. Und ein Gin für mich? Nee, lieber Wodka. Pfeffer nicht vergessen. Scheibe Zitrone. Und was Süßes. Was Starkes. Schon mit Gewalt. Geht ja schon los. Misch mit Kunst. Und mit scharfem Schlag. Den richtigen Wochenschau-Cocktail. Natürlich. Termingemäß präsentiert. Das kostet eine Kleinigkeit. Unser Lied. Unser Lied. Also das Kameramann. Ich stehe an der Kamera und drehe, drehe, drehe. Ich bin bei allen Dingen da und sehe, sehe, sehe. Revue, Fabriken, Sensationen. Der Augenzeuge sieht und hört, wo was geschieht, wo was passiert, wer vorwärts geht, wer stört. Wir kennen weder Rast noch Pause, Tempo, Tempo, Tempo. Wir sind nicht mal bei Nacht zu Hause, Tempo, Tempo, Tempo. Doch jeder weiß, warum, wieso, er rennt, er rast, er drängt. Wir wollen, dass es vorwärts geht, zum Ziel, das jeder kennt. Prost! 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 Prost. Letzte Aufnahme des Jahres. Das war erst die vorletzte. Was? Die letzte kommt noch in den Kasten. Und ihr alle seid meine Opfer. Prost! Unserem lieben Publikum wünscht der Augenzeuge ein glückliches neues Jahr.